Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit Next Level. Du kennst das bestimmt, stell dir vor, dein Kind oder du selbst hast mal wieder eine dicke, fette Entzündung. Der Hals ist knallrot, dir geht es überhaupt nicht gut und du denkst, da hilft gar nichts mehr. Ab zum Arzt, der Arzt nimmt Blut ab und schaut, ob die Leukozytenzahl hoch ist. Das deutet nämlich auf eine bakterielle Infektion hin. Es wird bestätigt, du bekommst ein Rezept, ein Antibiotika gegen deine Halsentzündung und darfst nach Hause. Das Problem dabei, nicht nur die schlechten Bakterien werden abgetötet, sondern auch die guten. Leider ist es so, dass sich meist ein Teil deiner Bakterien gar nicht erholt. Und so entsteht besonders bei vielen Frauen eine Folgeerkrankung, zum Beispiel eine Pilzerkrankung. Je mehr die Darmflora durch das Antibiotika geschädigt wird, umso schlimmere Krankheiten können entstehen. Wie zum Beispiel bei Kindern das Rheuma. Dabei gibt es so viele Alternativen bei Kindern. Bei Kindern kann man wunderbar über Winter mit einem leckeren Honigzwiebelsaft gegen Grippe oder Erkältung vorbeugen. Das Video zum Honigzwiebelsaft verlinke ich dir auch in der Infobox. Bei der Blasenentzündung zum Beispiel gibt es die D-Mannose oder wie in einer der letzten Videos erwähnt das kolloidale Silber. Das wirkt sogar gegen Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten. Ich wollte euch noch ein einfaches Rezept mitgeben, ein natürliches Antibiotika, ganz einfach in 2 Minuten zubereitet. Jeden Tag eingenommen wirkt sich das Antibiotika wunderbar auf den Körper aus, das natürliche Antibiotika. 1/4 feingehackte Zwiebel, 1/4 geriebener Ingwer, 2 Esslöffel geriebener Meerrettich, 2 Esslöffel Kurkuma, 1/4 Teelöffel schwarzer Pfeffer und 1 Esslöffel Blütenhonig. Alles miteinander vermischen, in ein Glas geben, mit 700 ml Apfelessig auffüllen, einen Tag stehen lassen, dann das Ganze abseihen, so dass man nur noch die Flüssigkeit hat. Am besten im Kühlschrank aufbewahren und jeden Tag ein paar Löffel davon nehmen. Das Rezept siehst du auch nochmal in der Infobox. Schreib mir mal unten in die Kommentare, was ihr so im Winter macht, um das Immunsystem zu stärken. Und wenn dir das Video gefallen hat, like das Video. Hier unten rechts kannst du abonnieren. Bis zum nächsten Video. Alles Gute. Ciao.